Ein Hallo und herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link's Awakening Remake. Freunde, wie ihr am Klang meiner Stimme raushört, bin ich nicht gerade sehr begeistert, denn ich habe herausgefunden, wie es weitergeht und es ist so unglaublich lame, dass ich Rotz und Wasser heulen könnte. Das ist alles, was man dafür tun muss. Die blöden Stachis besiegen mit dem Schild. Ich fühle mich gemobbt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fühle mich echt gemobbt, weil das Spiel meine Unwissenheiten ausnutzt. Aber egal. Wir haben den Kompass erhalten. Außerdem, was? Außerdem zeigt Akkus. Ja, das. Ich erinnere mich. So, Schlüssel Nummer 1. Was? Ach so, Entschuldigung. Link, bitte! Das ist die letzte Folge für heute. Bitte, bitte entspann dich. Alles ist gut. Also, ich hoffe, dass es die letzte Folge ist für heute, sonst weine ich wirklich noch. So, ciao, Bella. Ich wollte gerade sagen, wegen dir, Pissvogel, komme ich da jetzt nicht rüber. Das sehe ich aber anders. Nein! Das gibt's nicht. Ja, egal. Komm, ich versuch's gar nicht weiter. Ich sterb hier noch. Ich sehe es noch kommen. Also schon. So, jetzt können wir hier endlich lang. Mein Gott. Was eine Geburt. So, wir haben kein. Ich habe keinen Schlüssel. Ich muss die Kiste öffnen. Das ist ein Scherz. Oder kann ich einfach. Ne, das geht nicht. Oder will das Spiel, dass ich mich hier so am langen. Am Rand. Ey, ich bin an der Kiste hängen geblieben. Vielleicht, weil ich gar nicht so weit rüber muss, weil ich ja seitlich springe. Das gibt's nicht. Reicht das überhaupt von der Länge her? Das gibt's nicht. Das reicht ganz knapp nicht. Das kann's nicht sein, aber ich komme hier nicht weiter. Oh, Link, bitte. Hau ab. Geh mir nicht auf den. Komm her. Ich. Habe ich gerade die Blüte getroffen? Warte, ich hätte nach unten. Moment. Ich hätte nach unten gehen können. Moment. Ach, da. Ach so, das habe ich nicht gesehen. Entschuldigung. Oh Gott, nein. Und hier ist eine. Ja, okay, das sehe ich, dass hier eine Kiste ist. Danke, Kompass. Ja, warte. Nein, nicht. Ich wollte gerade sagen, kannst du nicht bitte einfach gehen? So, guck mal hier. Kristalle, wertvoll. Link macht sie kaputt, weil. Ja. Schlüssel! Sehr gut. Fast jedes Schloss. Danke. Da. Genau, den habe ich gebraucht. So, ihr verpisst euch jetzt. Und dass ich dabei auch nicht springen kann, ne? Ich. Oh. Anstrengend. Alles anstrengend hier in dem Spiel. Teil der Macht! So, ihr kleinen hässlichen Mistviecher. Ciao. So, die Kiste ist für später. So. Digga, du hast auch irgendwie Aggressionsstörungen, ne? Warum hat der mich denn jetzt getroffen? Warte mal, ich muss kurz überlegen. Wenn ich den reinschiebe und den auch, bringt mir das gar nichts. Wenn ich den reinschiebe. Ach, das geht gar nicht. Ach so, oh Gott, bin ich dumm. Ey, Freunde, ich weiß nicht. Irgendwas muss passiert sein, dass ich in den letzten Folgen so. Ich kann euch das nicht mal beschreiben.
Ich kann es euch nicht beschreiben. Wirklich nicht. Es geht nicht. Oh Gott, wo bin ich? Kann ich da runter? Ja. So. Oh, er ist ersoffen. Oh, armes Putt-Putt. Nicht. Das Funkeln der Platten ist des Rätsels Lösung. Merken? Das Funkeln der Platten. Achso, hier kann ich doch... Alter! Wie asozial war das denn? Kleines Hässliches. Wie viele von diesen Viechern kann man... Ja! Mich auch. Oh, Herz, danke. Was wollt ihr, Alter? Was wollt ihr? Ach, wenn ich mich mit dem Schild schütze, können mich diese roten Blubberbläschen nicht bestäuben. Oder anmachen. Ha! Wie, die Kiste war fake? Die ist aber eingezeichnet. Wait. Wait. Nein, sonst wäre die doch nicht on the map. Oder? Habe ich jetzt alle Gegner besiegt? Scheint so. Okay. Strange. Nein, meine Eichel. Ah. Ja, okay. Wow. Nein, als ob. Kannst du nicht mal am Rand stehen, Junge? Warst du nie im Kinderbecken? Was ist mit dir? Oh, dein Ernst? Ja, dann kann es ja nur die untere sein. Oh. Hä? Was? Ja, aber wenn es die nicht ist und die nicht ist. Und die nicht ist. Ach so, ich brauche die Flossen. Ja, okay. Das kann natürlich auch sein, ne? Sicher bin ich mir nicht, aber ist eine Vermutung. Oh, Mama! Oh nein, das ist ein Rückweg. Oh nein, das ist ein Rückweg. Warum ist das denn jetzt ein Rückweg? Nein, ich will hier raus. Mama! Oh, ich mag den Dungeon. Er ist voll hübsch, aber die Rätsel in dem Spiel killen mich. Egal, hier geht's noch weiter. Oder auch nicht. Hier geht's nämlich zum Boss. Oh, okay. Ja, warte, in dem Raum hier unter uns? Beziehungsweise, nee, eine Ebene höher einfach nur. Aua. Ginge es runter? Da oben ist ein Schalter. Dafür brauche ich aber die Flippers. Ich kann das Ding gar nicht vom Himmel holen. Sag das doch. Nein, ich muss... Ja. Oh, warte, warte, warte. Ich glaube, ich komme... Warte. Ja, ich komme an diese Kiste. Nein, komme ich nicht, weil ich sie nicht von hinten öffnen kann. Das ist ein Rückweg. Oh, Mama, ist es denn wahr? Was übersehe ich jetzt schon wieder? Ach so, ich habe hier einen Schlüssel. Ach Gott. Boah, hä, wo kommt der her? Was? Ich wollte gerade sagen, du bist aber ein Zwischenboss, ne? Was? Muss ich dir vielleicht in dein... Ich muss ihm in sein fettes Arschloch pieksen. Ja, ist nur eine Frage der Zeit, ne? So, jetzt... Aua! Nein, warum hast du dich denn umgedreht? Ach, ich muss den gar nicht mit...
Aua. Ich bin gleich tot. Ha, 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 ha. Was? Das ist zu... Nein, 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 nein. Warum hält der so viel aus? Nee. Warum zum Teufel hält der so viel aus? Ey, das war ein Wirbelschlag. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen. Was hast du für ein stabiles Arschloch? Okay, das hat das Spiel aber gemerkt, weil hier ist eine Fee. Okay. Was? Nein! Warum? Oh, das ist dieser Wasserzuf. Ah, nee, das ist der Rückweg. Okay. Okay. Komischer Raum. Himmelgott, was ist denn jetzt los? Ja! Die Schwimmflossen! Drücke beim Schwimmen B zum Tauchen oder A, um schneller zu schwimmen. Nice! Oh, endlich. Nicht mehr dieses... Achso, muss ich euch mein Schild ins Gesicht halten? Nee. Ich muss euch einfach nur in den Arsch pieksen. Okay. Es wird angezeigt. Okay. Ey. Oh, ich dachte gerade, ich ersaufe schon wieder. Lass mich doch in Ruhe. Dann halt nicht. Ich gehe jetzt hier hin. Leck mich. So. Oh, schwimmen, endlich. Jetzt hole ich mir erstmal diese Kiste hier. Gott sei Dank. 50 Rubine nur, das ist doch ein Witz. Oh, ich kann unter Wasser mich nicht wehren, das ist ein Problem, aber nicht zu ändern. Aha, ich kann aber ganz gewitzt im Sprung noch schlagen. Das ist durchaus von Vorteil. Hier komme ich noch nicht lang. Sieht mir aber eh aus wie eine Abkürzung, um ehrlich zu sein. So. Jetzt kann ich auch das Rätsel... Ich dachte, ich wäre in einem anderen Raum. Hier oben lösen. Hört doch mal auf, mich hier alle anzugreifen. Das ist nicht okay. So. Aua. So, Nummer 1. Nummer 2. Was macht denn Sinn? 3. 4. 5. Oh. Aha, aha. Magische Architektur erscheint. Ich verstehe. Oh, ich nehme mal an, dass ich... ja. Oh, das war aber... Oh. Ach so. Ja, hier, Kollege. Nein. So, jetzt aber. Hey, warum? Ein scheiß Problem. Ah, Kiste. Schlüssel. Also der Boski. Nice. Sehr gut. Haben wir jetzt alles? Wir haben alles. Da ist noch eine Kiste. Ja, aber da wird ein Schlüssel drin sein. Und zwar für das Ding. Also habe ich wieder irgendwas falsch gemacht. Aber es wundert mich halt null. Ey, 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 ey. Ganz, ganz ruhig mit den jungen Pferden. Ganz ruhig. Es ist alles okay. So, wie kam ich jetzt zum Boss? Hä? Ach, mit den Flippers oder was? Flipper! Aber waren da nicht Abgründe? Hier sind Abgründe. Wie soll ich... Da oben... Warte mal. Oh doch, ich brauche den Schlüssel. Ich glaube...
Wartet mal. Moment. Moment. Ich gehe mal zur Kiste hin. Achso, ich kann ja schwimmen. Entschuldigung. Ja, da muss ich erstmal. Muss ich erstmal mit klarkommen. Ich denke jedes Mal, ich darf mir wieder dieses anhören. Ich muss mich da erst umgewöhnen. Aua. War ich hier schon? Hä? Warum war ich denn hier noch nicht? Hier ist eine Kiste. Also ein Schlüssel, meine ich. Hey, hier kann ich unter Wasser schlagen? Wie geil. Ich will ein Spiel, was nur so aussieht. Achso, jetzt geht's gar nicht weiter. Ah, okay. Aber wofür ist der Schlüssel? Achso. Okay, jetzt wird... Moment. Kannst du mich mal nicht schlagen, bitte? Alter! Oh, wow, ihr seid so geil, ne? Ich mach euch nieder. So, diese Kiste hier. Genau. Da müssten jetzt Rubine drin sein. Ja, weil sie optional ist. Habe ich verstanden. Sehr gut. Ja, dann können wir jetzt zum Boss. Das ist doch von Vorteil. Boah. Ich wüsste nicht, was dem jetzt noch im Wege stehen sollte. Außer vielleicht wieder meine Doofheit. Aber gut, das ist ja ein... Da müssen wir ja eigentlich... Konsequent mit leben, wollte ich sagen. Permanent mit leben. Scheiße, ich muss jetzt aber irgendwie wieder... Oh nein. Ich muss jetzt irgendwie wieder in den anderen Bereich. Warte mal. Scheiße. Moment, komme ich von hier aus irgendwie? Nein, komme ich nicht. Warte mal. Scheiße. Ah, ich bin gerade... Aber warte, wir haben den Teleporter am Eingang. Also ich hoffe, der ist da, ohne dass ich den aktiviert habe von der anderen Seite. Hier ist schon mal keiner. Aber hier ist einer. Sehr gut. Immerhin hat er doch noch einen Nutzen. Hier bin ich falsch. Warte, ich muss in die andere Richtung. Ich wollte gerade ganz kurz fragen, wofür der kleine Schlüssel noch ist. Aber... Den brauchen wir für dieses eine Schloss hier. Ihr nicht? Aber wo war denn das? Links. Ah, okay. Ich muss von unten und dann... Oh, ach, cool. Cool. So können wir die über Wasser nichts tun. Unter Wasser, meine ich. Entschuldigung. Hä? Wie komme ich denn da hin? Hä? Moment. Ich bin a little bit confused, wie ich da jetzt hinkomme. Ach so! Entschuldigung. So wird ein Schuh draus. Oh, noch einer. Also ein Unterwasserbereich, meine ich. Okay, um zu tauchen, drücke ich einfach nur nach unten. Ein bisschen Mario Bros. Okay, es ist ja auch Mario Bros, ne? Like. So. Dann geht's jetzt zum Boss. Alter! Soll ich eine Vermutung äußern, wer es ist? Wie hieß denn der eine Wasser? Argus. Was?
Oh, ich habe die Vermutung, dass es irgendwas damit zu tun haben wird, dass er mich ertränken will. Oder halt, ne? Oh Gott. Und dann darfst du den Boss von neu anfangen. Ja, okay. Hä? Was? Wie? Oder auch nicht, warte. Ach du Scheiße. Piranha-Killer. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ist der zufällig harmlos? Ah, mit A kann ich schneller schwimmen. Er scheint mir aber relativ simpel zu sein, weil die Steuerung halt beschissen ist. Er hat bisher noch nicht einmal versucht, mir irgendwas zu machen. Ich kann mein Schwert aber auch aufladen. Nice. Oh, er rastet aus. Glaube ich. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Hau ab. Ah, ich kann... Ich kann mein Schwert aufladen und ihn schneller schwimmen. Hält dafür halt ein bisschen mehr aus. Na ja, ja, komm. Na, Link, komm, weiter nach unten. Sei nicht so eine Muschi. Geil. Easiest Boss Fight of my life. Da, 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 da. Nice. Und voll abwechslungsreich. Cool. Gefällt mir. Piranha-Killer. Kannte man den? Nein, ne? Aus anderen Seiten? Okay, das kann sein. Das weiß ich nicht. Oder vielleicht feiert er irgendwo ein Comeback. Das weiß ich nicht. Oh, eine Harfe. Du hast die Neptun-Harfe erhalten. Dubstep. Bucht. Dein Weg führt durch die Bucht. Zur Bucht. Ich kann nicht lesen. Entschuldigung. Ach ja. Ein schönes Ende für diese Folge. Und Freunde, nehmt's mir nicht übel, aber ich werde sie an dieser Stelle beenden. Die letzte hatte wieder Überlänge. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bleibt dran. Ciao.